Ich stehe hier vor der NZZ, das Symbol für objektive Berichterstattung. Und das ist wichtig, denn bei den Aktien gibt es viele falsche News, Fake-Aktien-News. Eins ist, die PIX-Länder, Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, waren schlechte Orte zum Geldanlegen. Schauen wir das doch mal ganz genau an. Die letzten 15 Jahre in Spanien zum Beispiel. Hier sehen Sie eingezeichnet als rote Linie. Orange-rote Linie ist der spanische Aktienmarktindex. Und der ist, wenn man das über die ganze Periode schaut, nicht einmal negativ. Aber noch wichtiger, wenn Sie realistisch sparen, sparen Sie jedes Jahr den gleichen Betrag, plus kriegen Sie Dividenden. Und wie sieht das aus im Verhältnis zu dem, was Sie einbezahlt haben? Das sehen Sie an den grauen Balken. Und hier sehen Sie sehr schön, dass die grauen Balken in Spanien in allen Jahren, außer gerade dem Beginn der Sparperiode, positiv waren. Jetzt am Schluss ist man bei 176% von der Einlage. Wenn Sie also in Spanien gespart haben mit Aktien, trotz allen Wirtschaftscrashes und bad und schlechten Nachrichten, haben Sie heute fast doppelt so viel, wie wenn Sie das Geld unter das Kopfkissen gelegt haben. Sogar dann, wenn Sie 2008 begonnen haben, was Sie hier sehen, dann haben Sie heute nur noch 60% vom ursprünglichen Wert. Das ist die rote Linie. Aber sogar dann, wenn Sie jedes Jahr investieren, haben Sie heute ein positives Resultat, plus 20%. Das sieht man an den grauen Balken. Und noch wichtiger für Sie, die letzten 4 Jahre, als Spanien immer noch ganz negativ in den News waren, sind immer noch positiv. Schauen Sie Portugal an, ein anderes Land, das immer schlecht gemacht wird. Auch hier sehen Sie einen Aktienindex, der stark gefallen ist. Das ist die rote Linie in der Grafik. Was aber viel relevanter ist, ist die Frage, wie viel hätten Sie verdient, wenn Sie selbst in Aktien investiert hätten und die größten Aktien Portugals gekauft hätten. Dazu gibt es Dividenden, die können Sie wieder investieren und Sie kaufen die Aktien viel günstiger. Und was Sie hier sehen, Sie sind fast bei 250% Rendite. Sie haben also mehr als das Doppelte gemacht, wenn Sie im portugiesischen Aktienmarkt investiert haben. Der einzige Markt, der wirklich, wirklich schlecht war, ist Griechenland. Das sehen Sie jetzt hier noch zum Schluss. In Griechenland ist die Wirtschaft komplett implodiert. Der Aktienmarktindex ist von 100% auf etwa 20% zurückgefallen. Und selbst wenn Sie jedes Jahr investiert hätten, wäre heute nicht mehr auf Ihrem Konto als am Anfang. Aber auch das ist unrealistisch. Niemand würde nur in einem Land, gerade ein Land wie Griechenland, investieren. Jeder würde das Risiko diversifizieren und in verschiedenen Ländern investieren. Und dann kriegt man eine positive Rendite. Sie müssen also nur an eins denken, diversifizieren, und es geht Ihnen gut. Viel Erfolg beim Selberinvestieren.